Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Cons of the Forest. Ich bin Shitty81, mit dabei ist wieder die Hani. Ja, ich bin schon hier, da. Schön, dass ihr da seid. Hani, was hältst du eigentlich davon, wenn wir unsere Räder auch mal wiederholen? Nein, die brauchen wir für was anderes und du wirst es lieben. Damit fahren wir nicht mehr. Das brauchen wir, glaub mir, wir brauchen das für was anderes. Ja, aber dann müssen wir die trotzdem besorgen, oder? Ja, die müssen wir hierher schleppen und zwar sehr viele. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich Sehr den viele? Bau. Hm. Ja, Was? ja. Ja, vertrau mir einfach. Ich will Wenn mal das gucken, kein ob wir die Panzer brauchen. wird, Hani, dann werde ich sauer. Naja, Panzer nicht, aber es wird etwas Hervorragendes werden. Du wirst es toll finden. Also ich finde das toll. Also ich habe bei diesen Spielen nicht weitergemacht, ne, weil ich wollte mir einfach mal die Freude gönnen, es mit Nein, dir zusammen zu erleben. ich habe letzte Woche, weil wir auch ein bisschen Langeweile hatten, haben wir ein bisschen, habe ich ein bisschen mit dem Schlari gespielt in dem Spielstand. Er wollte unbedingt mit mir zocken. Und dann haben wir so ein bisschen umhergeeidelt. Ich werde auch nichts verraten, um Gottes Willen. Wir haben auch noch nicht, aber das, also das müssen wir unbedingt bauen. Ganz viel. Und eine Garage. Wir bauen uns noch eine Garage und da parken wir dann unsere Autos. Okay. So, Ja, an was der machen Stelle wir denn? nochmal unsere herzlichsten Glückwünsche nochmal an der Stelle an Schlari, ne? Ja, der liebe Schlari hat Geburtstag. Da brauchen wir. Wir brauchen noch Oha. Tierhäute und Schildkrötenpanzer. Okay. Was denn? Das wird jetzt vor dem Kamin, ja. Okay. Wer sitzt vorm Kamin? Was höre ich denn hier für komische Geräusche? Weiß ich nicht, wird Kelvin gerade getötet? Ich habe keine Sind Ahnung. das Kröten? Du hast Kröten? Ach so, übrigens, wir haben jetzt Herbst. Und wir sollten langsam zusehen, dass wir hier die Butze zukriegen, weil sonst haben wir nachher echt Probleme, weil das ist echt kalt im Winter, wirklich ohne Scheiß. Das ist wirklich nicht schön. Okay, dann würde ich Guck mal, sagen, draußen liegen ja jetzt wieder Steine, ne? ja, Dass wir die, jetzt mal die Wände zumachen. ja, dann machen wir das. Weil das ist wirklich nicht prickelnd. Das kannst du mir glauben. Also wenn wir nicht mit Fackel laufen, also selbst die Winterjacke, also das kann ich ja schon mal erzählen, die haben wir gefunden, ne? Durch Zufall. Auch die bringt nichts. Also da kannst du so laufen, wenn es stürmt und schneit. Aber trotzdem sagt er dir, du bist nass und dir ist kalt, ne? Das kannst du knicken. Also da brauchst du, da, also wenn du da keine Fackel in der Hand hast und du bist bei so einem Wetter unterwegs, dann bist du am Arsch. Okay. Also drinnen ist es okay, wenn du hier in diesen, also das, was wir hier gebaut haben, wenn du da drin umherläufst im Winter, ist es okay. Du hast ja hier die Feuer an und so, ne? Ja, Das aber ist auch was? alles super, aber es bringt dir nichts, wenn du diese Winterjacke. Also ich weiß nicht, wozu man die aufnimmt. Ich weiß nicht. Also Modeaccessoire, ja. ja, also du. Ja, es gibt einige Klamotten, habe ich auch gelesen und ein paar Sachen davon können wir auch Virgie anziehen. Die sieht auch schick aus damit und die freut sich auch, wenn man ihr Sachen gibt. Ja, ich freue mich auch, wenn man mir Sachen gibt, also. Also du selber kannst die natürlich auch anziehen, wenn du willst. Und wir können die Kelvin auch anziehen. Also das geht auch. Na, Kelvin hatte doch schon einen schönen Anzug an. Ja, den Schlafanzug, ich weiß, aber das war ja Nein, furchtbar, den ganz anderen ehrlich. Anzug. Was denn? Welchen Anzug meinst du? War das Den nicht so ein Smoking. weißlicher? Haben wir den schon? Ja, ne? Den Smoking oder was das ist? Ach so, ja, den haben wir auch schon gefunden. Das ist Hm. richtig, aber den Schlafanzug, also ganz ehrlich. Von dem hat ja keiner geredet, Harley. Das war. Nee, das war furchtbar. Die könnten wir Virgie anziehen, aber was soll die damit? Du drückst dir eine Waffe in der Hand und sie rennt da und schlafen zu Ja, gucken. eben. Also für Virgie gibt es viel, viel schönere Sachen. Also da müssen wir jetzt nicht unbedingt ihr den Schlafanzug anziehen. Also das ist nicht notwendig. Okay. Da gibt es hübschere Sachen, sag ich jetzt mal, ne? Für sie. Und wie gesagt, sie freut sich auch darüber.
Ja, ist doch schön. Ja, Virgie ist immer sehr, sehr, sehr dankbar dann. Muss ich mal was gucken. Wir haben ja die Schaufel, ne? Ja, die Schaufel haben wir. So. Dann, was hältst du davon, wenn wir uns die Schrotflinte noch holen? Ja, das fände ich interessant, ja. Also die ist wirklich schön. Da haben wir beide uns ja auch schon die Markierung gesetzt. Kannst du dich noch erinnern, wie wir da lang gefahren sind? Da hatten wir uns das beide schon markiert, glaube ich. Möglich. Also ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher, weil wir haben ja einige Tiere erlebt in dem Spiel schon. Ja, aber wir hatten uns da eine Markierung gesetzt, das weiß ich noch, weil wir da, weil Winnie sagte, da ist die Schrot drinne, die ist ja vergraben. Ja, und da hatten wir die Schaufel aber noch nicht, glaube ich, ne? Kann das sein? Nee, richtig, da hatten wir die Schaufel noch nicht, aber die haben wir ja jetzt, ne? Das heißt, wir können uns die holen. Ja. Und ich glaube, die ist auch angebracht. Meinst du? Ich denke mal schon. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich müssen wir uns die auch zweimal holen, weil ich würde Virgie, wenn sie denn, ich weiß gar nicht, ist die schon mit uns befreundet hier? Nee, ne? Hier noch nicht, ne? Nee. Also, dass wir dann Virgie auch mit den Waffen ausstatten, aus dem einfachen Grund, weil sie unendlich Munition hat. Also sie kann da schießen, ne? Okay. Die NPC kriegen alles in den Arsch geschoben. Ja, Kelvin, kannst du aber keine Waffe geben. Ich meine, das ist vielleicht auch ganz gut so, sonst ja, würde er uns vielleicht doch erschießen. Das wäre, glaube ich, fatal. Gott, Kelvin und die Waffe, ne, hör mir auf. Ja. Kelvin allein mit der Waffe. Ja, nee. Voller Horrorfilm, weißt du? Dann kannst du aber wissen. Ich glaube, bei Kelvin kommt das nicht so gut. So, Kelvin, ich glaube, ich schicke dir gleich nochmal los, Steine holen oder so. Ja, ich weiß nicht, ist das Lager noch voll, oder? Nee, ich habe ja jetzt schon aus dem Lager genommen, weil ich nicht so weit rennen will, damit wir einigermaßen zeitig uns ins Abenteuer stürzen können. Du weißt ja, Basebuilding ja, aber nicht zu lange. Weißt du, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, wann der wievielte Herbsttag das hier schon ist. Und ich möchte ungern, dass das hier offen ist und hier der Schneesturm herrscht. Also das möchte ich nicht. Ich baue uns das Bett auch erstmal nach unten, ne? Damit wir das können wir immer noch umstellen. Das können wir ja alles abbauen und woanders hinstellen. Das verfällt ja nicht. Man kann das wieder abbauen und woanders hinstellen, weißt du? Okay. Wichtig ist ja erstmal, dass wir das zukriegen und uns hier nicht den Arsch abfrieren. Kelvin, hallo. So, warte mal. Erstmal muss ich ihm ja sagen, folge mir, damit er da hinkommt und dann. Ja, das weiß ich nicht, ob du ihm das sagen musst. Also, Kelvin ist speziell, ne? Ja, der ist schon. Da ist noch ein Stein. Kelvin, warte. Hol. Felsbrocken. Und Behälter befüllen. Braver Junge. Letztens habe ich ihm die Aufgabe gegeben, er soll die Basis erhalten. Ey, der hat alles aufgefüllt. Der hat Bäume gefällt, hat die Holzlager voll gemacht. Ich habe gedacht, was ihm denn jetzt, weiß? Blauer geworden, ne? Der Gute. Ja, du, ich weiß auch nicht. Der hat alles gemacht, was er machen sollte. Kelvin, nee. So, hier liegt noch ein Stein. Naja, Stein ist es ja nicht, das ist ja ein Fels. Keiner, das ist aber einer. Ah, ja, damit. Ah, warte mal, ich kann ja auch schon mal ein paar Fenster reinbauen. Dann haben wir auch wieder Stein, ne? Ja, das ist richtig. Ich habe gedacht, ich mache es erstmal zu. Nee, das ist richtig. Ich kann ja schon mal mich um die Fenster kümmern. Warte mal, wo machen wir denn mal eins rein?
Die Frage ist, ob Ja, man die Steine hier. denn noch rankommt, wenn das da hinten so tief ist im Wasser. Ich weiß Na, nicht. manchmal fallen die nicht rein. Manchmal bleiben die auch da liegen. Warte mal, lass mich mal überlegen. Hier könnten wir Schränke hinbauen. Dann lasse ich hier, da wo der Kamin ist, mache ich keine Fenster hin. Dann machen wir erst wieder hier Fenster. Siehst du, die sind beide liegen geblieben. Sehr gut. Kelvin befüllt den Behälter, das macht er gut. Ja, das ist ein feiner Junge. Winnie hat mir erzählt, jetzt beim Update ist es so, dass Kelvin und Virginia durch die Eingeborenen getötet werden können. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir losziehen, entweder sagen, Kelvin soll hier drinnen bleiben, im Haus. Ne? Okay. Also wir müssen den beschützen, wenn er uns nicht sterben soll. Ein Stein ist leider ins Wasser gefallen. Die anderen beiden auch. Kacke. Larry schreibt, Namen, die zicken her. Wir wollen Hey! hinterher. Der Geburtstagsschlari. Hihi. Genau. Wollen wir was singen? Nein, ich will nicht singen. Oh ja, bitte. Ich glaub, Schlari will das auch nicht. Es schimpft Ich doch gehe mal einer. gucken, ob ich die Steine aus dem Wasser kriege. Ja, hier mal gucken. Ich sammle das mal, was ich so zusammenkriege, noch hier. Wir nehmen mal den Gesang. Hier ist alles super. Hier ist Ja. alles Nee, hast recht, hier ist schon zu tief. Also hier schwimme ich, hier komme ich an die Steine nicht mehr ran. Siehst du, und das war so mein Bedenken. Oh, Kelvin, du hast ja Naja, schon ein paar Steine hier also. reingelegt. Naja, nicht viele. Ja, was erwartest du denn von Kelvin? So, dann haben wir hier noch einen Stein. Fensterläden. Warte mal, dazu muss ich. Ob ich hier noch irgendwo Brennholz, Dinger. Ja, wenn nicht, kannst du ja auch ganze Stämme in den Boden hauen, nach oben und dann Stück für Stück hacken. Kann die auch hinschmeißen und Stück für Stück hacken. Das geht auch. Oder so, ja, das geht auch. So, warte mal. So, zeig mir mal den Strich. So. Also das muss ich sagen, das gefällt mir richtig gut hier, dass man das so zerhacken muss. Das hatte man ja bei dem anderen nicht. Ne? Da gab es das ja nicht. Na, du setzt rein da. Warum macht er das denn nicht? Ach, weil da ein Stein fehlt. Ach so. Wieso fehlt denn da noch ein Stein? Ja, ich weiß auch nicht. Da liegt noch einer. Ich nehme den mal schnell. Warte mal. Da fehlt ein Stein. Wieso konnte ich den denn hier rausschlagen? Das ist ja ein Ding. Okay. Ja, gut. Hier sind sie ja. So, nu. Mensch, der Kelvin, der muss aber schon weit gereist sein hier wegen Steine, du. Wieso? Wie weit ich jetzt schon laufen muss, um noch Steine zu sammeln. Ja, du bist schon da hinten, wo da kein Wasserfall ist, ne? Da, wo die Fischreuse ist, wo ich nichts Ach finde, da. aber du. Wieso? Da sind doch immer Fische drin, ich verstehe. Ja, immer wenn ich gucken gehe, dann ist da nichts drin, das ist Mobbing. Also hier werden wir eine Tür reinmachen, dass wir hier auf die Okay. Terrasse kommen. Und die Terrasse müssen wir definitiv größer machen, weil wenn wir die Pflanzdinger auch hier drauf haben, das wird uns sonst ein bisschen eng. So, dann lass mich mal kurz noch mal ein paar Steine holen. Mal gucken, ob ich noch welche finde hier vorne irgendwo. Ja, unten machen wir mal aus Stein alles. Das ist, glaube ich, ganz akkurat. Virginia, da ist sie ja. Hat sie Angst? Ne, ich bleib jetzt mal stehen. Jetzt hat sie keine Angst gerade. Ich habe alles weggesteckt. Sie zittert rückwärts ein bisschen. Warum? Ja, das Was? erste Mal, wenn sie uns Geschenke bringt, dann können wir ihr den Dings anpinnen. Vorher Virgie. nicht.
Was ist los? Nee, nee, sie hat, keine Angst, sie hat ich tue dir nichts. Nee, nee, sie braucht noch ein bisschen. Wenn sie uns nachher Geschenke bringt, dann... Das erste Geschenk, wenn sie uns das bringt, dann... kriegt sie den Adapter, hätte ich jetzt fast gesagt. Virgie, lauf doch nicht weg. Ja, das bringt jetzt nichts. Warum ist denn hier das Feuer aus? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich meine jetzt hier beim... Warte mal, ich muss mal da ganz kurz was gucken bei dem Schieben. Lauf doch nicht weg. Ich glaube, Virgie hinterher. Wie, du verschreckst sie. So, warte mal, wo haben wir denn den Schädel? Du, da war doch tatsächlich der Lappen ab, ne, von dem Schädel. Echt? Ja, Virgie, ich sehe dich noch. Die Lampe. Das ist ja merkwürdig. Das nennt man Stalking. Was, Schwemmi macht Stalking oder was? Mhm. Ich weiß nicht, wo sie mich hinlost hier. Ich glaube, wir waren einfach hinterher wie so ein weißes Kaninchen, weißt du so? Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki. Ja. Den Typen mag ich irgendwie. Den magst du irgendwie? Ja, das so. Ne? Ja, das stimmt. Der hat entspannt, was, ne? Der Typ. Ja, das stimmt wohl. Ja, das ist doch der Austauschstudent ja, aus Bayern. Alles gut, alles gut. Na, wenn du ihr folgen sollst, das sagt sie dir schon. Dann kommt sie und dann winkt sie, also ne, dann sollst du ihr hinterher rennen. Sie zeigt, dann will sie dir irgendwas... sie zeigt da was. Sie zeigt da auf was. Wir sind Gegner, ne? Ah, wahrscheinlich. Ich bin gerade in einem Dorf. Zack. Oh, ich habe ihm im Ohr getroffen. Oh. Was machst du da? Heckrolle? Zack. Bringt dir nichts. Marcel, der Winter steht vor der Tür. Was machen Sie denn da? Ach übrigens, Steine kann man auch mit dem, wie heißt das Ding nochmal, mit dieser Seilrutsche verschicken. Steine auch? Echt? Hm? Hm. Guck mal, da kommt noch einer. Oh shit, not good. Oh. Den hast du aber genadelt, meine Herren. Hallo? Hat da einer gerade mit Steine geworfen? Macht doch da nicht Spaß ohne mich, sag mal. Wer ist denn das? Die Mottrigen schmeißen Steine. Ja, die Mottrigen, die schmeißen. Die bewerfen dich mit was. Ich hör's, ne, aber ich seh's nicht. Schaden habe ich auch nicht genommen. Und Virgie ist jetzt weg. Aber guck mal, ich bin Virgie hinterher, hier zu so einem Dorf. Sie zeigt da einfach mit dem Finger drauf. Und da habe ich gedacht, dann mache ich da halt platt. Weißt du? Ja, ist ja richtig. Was ich sagen wollte, was wollte ich denn jetzt sagen? Habe ich vergessen. Immer schön die Pfeile einsammeln. Ja, das ist richtig. Wir müssen auch noch wieder welche. Wir sollten auch mal diese Pfeilständer wieder bauen. Also, ne? Diese Lager. Nehmen, ja, ich weiß, was du meinst, Schlari. Und dann können. Was hat Schlari mit dem Beutel? Ja, die lassen hier doch Beutel fallen. Ach so, ja, den Dosenbeutel. Wir werden mal den M-Beutel nicht mehr sagen. Da fühlen sie ja noch welche. Angegriffen. Oh, noch ein Stein. Da ist ein Stein. Irgendwas höre ich doch hier gerade noch. Ach, die Mottrige. Ja, da. Ist aber nicht der Einzige. Na komm. Kelvin, hol doch mal Felsen jetzt, Mann, ey. Jagdfieber oder was? Da wird hier Nacht und der wird, kommt hier nicht zu Rande, ey. Na gut, einmal zurück ins Dorf. Ah nee, ich komme mal zurück. Virgie hat mich jetzt zum Dorf geschickt, mit dem Finger gezeigt. Ich habe da alles platt gemacht, sie ist weg.
Ja. Ja, also. warte mal, hier hinten bei unserem anderen Lager, da sind ja auch noch Felsen. Ist wie Calvin jetzt. Warte. Weißt du? Zeig mir den Finger drauf. Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Dann kommt sie an und bringt ein Geschenk und dann können wir sie auch ausstatten. So, warte mal. Ich werde hier mal noch fix was anbringen. Zur Lagerung. Und zwar, wo ist es denn? Nee, nicht das. Das auch nicht. Weil die sich da doch eingebürgert hat mit dem dunklen Beutel, ne? Ja, ist doch gut. Was war mit Calvin gerade los? Der sah so ein bisschen elektrisiert aus. So mit blauem Leuchten und so. Okay, echt? Ja, ich weiß nicht warum, aber okay. Inventory, dann gucken wir doch mal. Erstmal ein Snack. Müssen wir nachher wieder aufpassen, ne? Deswegen. Wegen Essen trinken. Ja, alles gut. Weiß ja, Flasche nach dem Schlafen sterben sie fast, ne? Die Flasche haben wir ja schon gemacht, ne? Ja, 3D-Drucker. Da waren wir dran, das haben wir erledigt. So, oh, es sind wieder Steine da. Halten. Naja, wenn du kurz weggehst und wiederkommst, dann sind wieder welche da. Das ist richtig. Sind wir dann schon so weit, dass wir zumachen können? Naja, ich weiß nicht, wie viele Steine Calvin jetzt noch geholt hat. Das kann ich dir nicht sagen. So viele nennen hier immer noch welche. Klar, ich schreibe vorm Schlafen nie essen und trinken. Mhm. Ja, dann kann man nicht schlafen. Mhm. Da jetzt ein okay. Kann man das beidseitig belegen? Ach so, okay, ja, dann muss ich das woanders hinstellen. Das wusste ich jetzt nicht. Dann mache ich das erstmal dahin. Ach, guck an. Doch, das kannst du, aber es war umsonst, dann zu essen und zu trinken, okay. Ja, für Schlafen braucht man nicht so viel Energie, stimmt's? Warte, ich komm, wir schlafen jetzt. Warte, das ist nämlich arschdunkel hier gerade. Hm. Am Arsche. So, dann gibt's am frühen Morgen gleich verdorbene Fisch. Ja? Na denn? Weiß ich nicht. Ach, Winnie. Zu lange. Ja, war schon vorbei. So, speichern tun wir natürlich auch, ist klar. Kann man den noch essen? Ich mach's einfach, mal gucken, was passiert. Also, weißt du, wir sind auch so ein paar alte Umweltsünder hier, ne? Ja, ja, immer eine Dose trinken und im großen Teich schmeißen und so weiter. Wenn das grün angezeigt wird, Schwemmi, dann kann man es noch essen. Wenn es rot angezeigt wird mit diesem Smiley da, dann ist es schon bedenklich. Dann ist es bedenklich. Ich finde, das ist sowieso bedenklich. Aber okay. Weil das Zeug liegt ja hier teilweise einfach so rum. Ne? Ja gut, das nehme ich auch ungern mit. Also, weil du weißt nicht... Snacks aber auch und Konserve und sowas. Ja gut, die sind gut. Das Katzenfutter ist hervorragend. Du wolltest du nicht irgendwo eine Tür reinmachen? Ja, ja, wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen ja erstmal die Wand zubauen und damit dann eine Tür rein kann, verstehst du? So, wieder rausklopfen, okay. Und dann kann man die Steine wieder nehmen, um die dann in die nächste reinzupacken. So, hier zum Beispiel. Die ist fertig, das heißt, ich könnte jetzt hier mal versuchen,
Ja, hier geht das wieder nicht. Das ist doch kacke. Wieso geht denn das? Doch, hier geht das. Na gut, ich guck mal noch nach ein paar Steine. Aber hier liegen auch jetzt welche. Die kannst du mal gerne wegsammeln. Ja, machen wir gleich. Hat Hani jetzt schon dahin gebaut? Ja, ist okay. Nee, alles gut. Ich habe die jetzt weggesammelt, weil die mir im Weg lagen. So, jetzt muss ich mal schnell einen Baumstamm holen. Brauchen wir ein oder zwei? Ich weiß das gar nicht mehr. Muss ich mal gucken. Ich nehme mal lieber zwei mit, bevor ich nochmal doppelt rennen muss hier. Ja, hervorragend. So, wir haben eine Tür. Okay, das ist sehr gut. Ein Fenster auch, dann können wir mal lüften. Ja, das ist richtig. So, ich lege mal noch Feuerholz nach. Das ist, sehe ich nämlich gerade, da das hier schon wieder... Wo ist Helvin eigentlich schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Er rennt da hinten irgendwo rum. Weißt du, in der Nähe von unserem... Also da über unserer Schlafbehausung sozusagen. Da scheint der irgendwo rumzukraxeln. Weiß nicht, ob er von da oben Steine holt oder was. Da oben? Gott, da oben? Ja, du, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er da macht. Sollten wir vielleicht mal gucken gehen? Nee. Weißt du was, Kelvin, ist mir jetzt gerade egal. Alter Sack. Warte mal, die Pistole, da müssten wir eigentlich auch noch mal eine zweite holen für Virgie. Aber das können wir immer noch machen. Das eilt ja jetzt nicht. Wir holen uns nachher erstmal die Schrot. So. Das haben wir, also eine Tür haben wir drinne. Hier fehlt noch ein Stein, sehe ich gerade. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwo einer rum, sag ich doch. Aber hier werde ich mal noch ein Fenster reinbauen. Nein, nicht daran! Oh. Jetzt hat er den Stein verkehrt gesetzt. Manno, komm her. Hier doch ein Stein. Setz ihn nochmal da rein. Nein. Hä? Guck mal, da sieht doch aus, als ob hier ein Stein fehlt. Oder täuscht das? Ich weiß es nicht. Das ist ja merkwürdig. Ja. Kelvin liegt hier oben und will gerade sterben, oder was will er? Ja, dann heil ihn. Das sieht komisch aus. Nein, er schläft. Er schläft hier auf dem Stein? Ja. Warum schläft er denn da? Wenn er geheilt werden müsste, dann würde das mit diesem roten Kreuz quasi angezeigt werden. Kelvin, du machst mir Sorgen, so ein bisschen. Da macht er mir auch noch Angst, weißt du? So, ist das was Schlimmes, wenn Kelvin nicht mehr da ist? Ich meine. Du sei mal nicht so unhöflich zu ihm. Er ist unser kleines Helferchen. Wenn er hilft, ja. Ja. Naja, guck mal, du musst ihn aber auch verstehen. Er hört nichts. Dann kommen da irgendwelche Buschmenschen angelaufen, ja. Er hat keine Waffe und nichts. Und, das ist schon ein bisschen beängstigend für ihn. Ja. Ich wollte gerade sagen, wieso macht er das denn hier nicht? Das sieht hier so aus, als ob hier ein Stein fehlt. Aber er setzt den nicht. Das ist ja merkwürdig. Er setzt den nicht? Nee, guck mal hier, siehst du das? Dann setzt er den höchstens nach draußen ran, weißt du? Weißt du, der Pfeil ist so gerade, er zeigt den nicht nach oben. Weißt du, wie ich meine? Das macht er nicht. Ich weiß auch nicht. So, warte mal, hier werde ich aber noch ein Fenster reinsetzen, wenn das geht. Geht das hier?